Hä? Alter, es ist der 5. Januar. Ich muss erstmal. Ich will. Lass mich was trinken, Mann. Ich hab erstmal ein Konterbier in den Rachen kippen. So. Oh Gott, Alter, Silvester. Hä? Was mache ich denn? Hä? Okay, gut, egal. Ich guck mal, wo meine Kinder. Oh. Mein Bruder hat die komplette Schule in die Luft gejagt. Oh Gott, egal. Autofahren kann ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Gut, dass ich einen Einkaufswagen genommen habe. Okay. Schauen wir uns mal meine kleinen süßen Kinder an. Die ganze Weihnachtsdekoration hängt hier immer noch, Alter. So ein Müll braucht doch keiner mehr. Also, Weihnachten ist doch schon längst vorbei. Hallo? Ach, bin ich dumm, ich wohne hier. Ich habe ja einen Schlüssel. Hallo? Weihnachtsbaum. Hä, was ist? Stein! Lukas! Stein! Stein! Papa! Wo ist Lukas? Ich weiß es nicht. Hä? Moment mal, was? Sekunde. Ich bin Ja, warte. Ich werde schon irgendwo... Moment, was ist das denn hier? Ein Brief? Moment mal. Sehr geehrter Herr Schwanz, Ihr Sohn ist mit uns ins Kinderheim gekommen. Sie behandeln ihn nicht richtig. Wenn Sie ihn wiederhaben wollen, rufen Sie unter Folgen. Lukas ist weg! Lukas ist weg! Hey, Stein, Lukas ist im Kinderheim. Wir haben endlich unsere Ruhe. Oh, das war unser einziges Regal. Stein, Lukas ist weg. Stein, nein, warte, komm zu... Stein? Ich will nicht alleine leben. Okay, deshalb gehen wir jetzt zusammen in die Stadt. Komm, los, wir fahren. Ich kann schon wieder Auto fahren. Ich bin komplett... Ja, genau, wir machen mal den Baum hier weg. So, Weihnachten ist ja auch schließlich... Na, super, Stein, das war teurer Parkettboden. Du bezahlst. Ja, natürlich, ich habe eine Menge Geld. Ich bin ja arbeitsloser Anwalt bin ich. So, steig ein, komm. Ich steig ein, komm, Baby. Nein, steig ein, Stein, bitte. Papa, nein. Papa kann super Auto fahren, ja. Oh, okay, vielleicht gehen wir doch zu... Komm, ja, steig jetzt ein, los. Ja, du sag mal, ja. Okay, ganz vorsichtig. Ich bin länger nicht mehr gefahren und... Na, super. Stein, jetzt hör mal auf, bitte mich da hinten abzulenken. Ich habe wirklich meine... Boah, oh. Okay, warte mal. Wir wollten... Ich weiß, was wir machen wollten. Ich erinnere mich langsam. Ich habe doch mit diesem Typen geredet. Ja, es kommt alles wieder zurück. Ich wollte doch mit diesem Menschen treffen. Den neuen Nachbarn. Oh Gott, wir müssten hier irgendwo sein. Jetzt, wo Lukas nicht dabei ist, können wir uns auch neuen Menschen... Warte mal, ist das ihr Haus? Haus Nummer 15. Ja, das sind sie. Hallo? Stein? Komm jetzt da runter, Junge. Stein? Warum hast du eine Waffe? Warte mal, Stein, wieso siehst du überhaupt aus wie ein Fisch? Egal, ach gut, ist ja auch egal. Ich klingel du schon mal, ich parke hier rückwärts einmal. Achtung, jetzt kommt Papa. So, kann sich nur noch um Stunden handeln. Und ganz vorsichtig jetzt hier rückwärts in die Garage. So, perfekt. Oh Gott, ich habe das Tor eingedellt. Hallo? Ich mache nicht die Tür auf, lass weiter klingeln. Stein, die Tür ist schon auf. Muss poppen! Sind Sie die neuen Nachbarn? Wir haben uns doch auf der Silvesterparty kennengelernt. Hallo, warten Sie. Mich? Ja, wir haben doch auf der Silvesterparty. Hey, du wirst doch einmal eine Tomate auf deine Frau. Hallo! Und ich hau dir eine Hallo! Frau, aus hey! Kopf. Aufhören! Stein, hör, was ist denn da hinten? Was macht denn ihre. Sie dürfen nur mit meiner Frau flüstern. Die. Schatz! Hey. Ah, wie geht's dir? Hä? Hey. Was ist denn. Wir sind komisch. Können Sie mal kurz. Wir sind komisch. Können Sie mal mitkommen? Mit der Lama. Ich habe hier leider Gottes den. Also oh, das Garagentor eingedellt, aber ich. Oh. Okay, Stein, hör auf, den Graffiti zu sprühen. Stein! Ich hatte eigentlich noch ein Kind. Das ist aber momentan leider. Stein! Hör auf, ihn zu randalieren! Können Sie bitte Ihren Sohn oder was auch immer das sein soll, sagen, dass er sich für beim Haus verziehen soll? Wir sind doch eingeladen zum Essen, oder? Schatz, komm Sie haben uns doch... Ja, psch. Komm mit, Schatz. Okay. Mann, kann Ihre Frau normal reden? Was ist denn das? Hey, Schatz, okay. Seit wann? Oh mein Gott, er hat mich geheilt. Ja, okay. Schön. Ihre Frau Moment, scheint das weit verbreitet. Ich muss Ihnen Danke sagen, das ist unser Brauch. Ich will Ihr Lama. Kommt her, Moment, danke. Was muss denn die Haare? Nein, danke, komm was her. Muss denn die Haare? Stein, hör bitte auf hier mit dem. Danke. Okay, also nochmal, wir beide haben uns an Silvester kennengelernt und haben uns. Stein. Mein Sohn ist wirklich ganz besonders. Wir haben einen sehr hübschen Sohn. Lassen Sie mich mal ganz kurz ausreden. Also wir beide haben uns auch an Silvester kennengelernt, Ihr Mann und ich, und dann haben Sie uns zum Essen eingeladen. Es ist
der 5.1. 15 Uhr. Wir sind zum Essen hier. Ja. Möchtest du dazu was sagen? Ich hab natürlich... Hey! Kann ich mal eben so sagen, dass das Gefecht aufhören soll? Stein jetzt... Okay, Aua! Stein! Der ist aber gewaltig. Okay, wir, ja. Wir haben Fisch. Okay. Ja, ja, also entschuldigen warte, Sie das Moment. Mit dem Graffiti hier. Warte mal, ich kling... Ach, okay. Ich meine, wir haben eh keine Haustiere. Wo sollen wir denn, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber hier passen nur zwei Leute hin. Wir sind auch nur zu zweit hier. Reicht auch. Nur Nein, ich sag mal so, wir bedienen euch. Schatz, komm, wir gehen mal schnell hoch. Wir kommen gleich, wir machen kurz euer Essen. Stein. Oh ja, Schatz. Lass die Ladung ab. Oh ja. Lass es raus. Lass Stein, raus. Ich weiß es nicht. Ich Schatz. Haben Sie gerade Hausaufgaben? Ja, Schatz, oh, ja. Sehr Stein, schön. Wollen wir einfach vielleicht woanders hin? Also, sehr schön. Wir gehen dann wir wieder, ja. Wir gehen dann vorne zum Café. Danke ihr für die... Ihr geht nirgendwo hin. Habt ihr es verstanden? 15 Uhr war ausgemacht. Okay. Aber sehr unhöflich, ihr, sie geht jetzt ins Haus. Okay, alles klar. Du auch. Gibt es hier denn irgendwas zu essen? Setzt oder? Euch auf diesen Sessel. Da passt nur eine beide. Person. Beide. Egal, beide. Okay. Schatz. Wir mach sind gastfreundlich. Ja, weißt du? Achtung! Pally! Ich will aber... Hallo! Stein! Lass uns da hier raus! Da ist es Ruhe. Ende mit Spaß. Okay, ihr bleibt hier. Jetzt macht mal der Kleine den Hals, den Mund auf, bitte. Mund auf. Nein! Nein! Sie auch jetzt. Mann zu Mann und Frau zu Frau. Nein! Ja, schön. Bitteschön. Ich muss kurz einen Whisky nachspülen. Nein, hey, es wird nicht nachgespült. Ich hab nachgespült. Wissen Sie, dass ich stark alkoholisierter Auftragsanwalt, ich bin Anwalt. Und jetzt ein bisschen shaken. Moment mal. Ganze Sie gehen jetzt mit hoch. Ah, hier oben also. Ja, schön. Ja, ist in das Schlafzimmer hier. Was ist das da oben aber in der Ecke? Bitte, also, das ist Spinne, die lebt hier. Also die warten Sie mal ganz kurz. Ich könnte mal ganz kurz hier... Ich kann da... Warten Sie, ich hab ne... Oh, besser, oder? Gut. Gibt's jetzt hier auch noch was zu essen oder wollen wir einen Park oder so? Also es gibt doch eine kleine Ladung. Ich will es nicht. Bitte. Schatz, komm. Wenn die es nicht wollen, dann kriegst es du. Oh, okay, ja, ich muss mal ganz kurz, ich muss ganz kurz mal mit meinem Sohn reden. Oh, also. Stein, komm mal bitte ganz kurz runter. Komm mal bitte ganz kurz runter. Okay, Stein, komm mal her. Stein, ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, warum ich hier bin. Ich habe das Gefühl, als hätte ich irgendwas in der Silvesternacht vergessen, aber ich kümmere mich darum. Ich weiß es nicht, Stein, aber ich krieg das hin, okay? Ich krieg das hin. Pass auf, wir gehen jetzt nochmal rein, schauen uns da genau um und dann macht Papa, ich weiß nicht, irgendwas ist hier... Ah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay, wir sind wieder da. Ich habe mit meinem Sohn alles erklärt. Guck mal, was da gerade bei mir rausgekommen ist. Oh, unten. Ja. Was denn? Zeig's mir. Oh Gott, sie hat Kinder bekommen. Sie hat Kinder bekommen. Wo sind sie hin? Stein, komm mal her. Mir fällt's wieder ein. Siehst du diesen Plan hier? Oh nein. Die hören uns. Stein. Wiggle. Stein, der Kerl ist... Jetzt ist er weg. Okay. Stein, der Kerl ist Architekt und die Regierung, beziehungsweise die Frau ist eine Doppelagentin und die hat mich beauftragt, den Kerl umzubringen. Okay? Hey, jetzt! Nicht jetzt, ich bin kein Anwalt, Stein. Ich bin eigentlich Auftragsanwalt. Was sind Sie? Ich bin... ich bin wirklich müde. Ich muss mich mal... extrem Hallo, weiches Bett. Das ist ein sehr weiches Bett. Das ist... ist das ein weiches Bett. Komm, Stein, wir testen mal, wie weich das Bett ist. Sehr weiches Bett. Sehr weiches Bett. Sehr, sehr schön. Ist das ein Boxspringbett? Das ist sehr weich. Da geht... Ja, ich habe immer Rückenschmerzen. Die gehen davon bestimmt Entschuldigung, weg. Entschuldigung, könnten Sie bitte von meinem Darf Bett ich mich mal aufs Bett drauflegen? Nein, also könnten Darf Sie Darf ich mich mal aufs Bett drauflegen? Bitte? Sehr weich, sehr schön. Ja, in der Tat sehr weich. Gut, ja, mir ist auch gerade eben eingefallen, Sie haben mich... Schatz. Ich habe Sie gar nicht an Silvester gesehen. Es ist nämlich so gewesen, ich habe mit Ihrer Frau, glaube ich, gesprochen. Was? Nein, Stein! Wieso werde ich in der Waffe bedroht? Stein! Na, mein Sohn, der ist doch nur ein Kind. Wir fahren jetzt mal in den Stadtpark zusammen. Jetzt eh mal einsteigen, nachts in den dunklen Stadtpark fahren wir. Kommen Sie auch mit, Frau, Aber ist das ein Ausflug oder ist das? Ja, das ist ein Ausflug, genau. Wir fahren hier vorne der Stadtpark, der ist nicht so gut. Da kenne ich einen besseren, da müssen wir einen kleinen Umweg fahren. Dann erzählen Sie doch mal, was machen Sie denn beruflich, Herr Lama? Also ich bin Architekt tatsächlich. Ich habe die ganzen Häuser hier in dem Dorf oder Stadt, wie es ihr auch nennen wollt, gebaut. Und Raketenwissenschaftler sind Sie nicht zufällig, oder? Nicht, dass ich wüsste, nein. Also ich bin noch Walexperte und Tiefsee-Ozeantaucher. Okay, gut. Wir parken mal ganz kurz hier aber oben. Das ist kein Park hier. Stein, also, tust du mir ganz kurz einen Gefallen? Das Auto. Ja. Nein, Stein! Stein! Hallo! Moment! Alles gut, Schatz!
Kommen Sie mal mit. Wir haben doch ein Flugzeug hier oben. Wir haben doch ein Flugzeug. Ich muss doch. Kommen Sie mal kurz. Meine Frau ist gerade die Klippe runtergesprungen. Ja, mein Sohn ist doch Stuntpilot. Das ist. Das ist war ein Auto. Kommen Sie mal hier in den. Kommen Sie mal hier kurz rein. Ja? Warte, wieso ist hier nichts? Oh, hier ist ein Wasserspender. Moment, kleinen Moment noch ganz. Ich brauche einen kleinen Moment, ja? Es ist echt komisch hier. Also Nee. Ich brauche. Eine Sekunde nur. Können wir einfach hier das draußen machen, oder? Nee, wir müssen kurz hier drin bleiben. Können Sie sich mal kurz da hinstellen? Also, wieso ist es? Also, ich bin auch Tatort. Nehmen Sie sich mal hier ein Wasser und dann gehen wir mal vorne zu den Ich will kein Wasser. Was machen Sie denn jetzt? Unterlagen. Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich Sie hiermit eliminieren muss. Nein! Hey, stopp! Sie bleibt! Nein, nicht! Gut, okay, der Job ist erledigt und damit kann ich zurückkehren mit meinem Sohn in dich trautes Heim, Glück allein. So, jetzt noch alle Spuren beseitigen. Achtung und los. Sehr gut, so. Und jetzt muss ich nur noch das Haus von den beiden kaputt machen und Papa hat mal wieder eine Menge Geld verdient. Gottes Willen, jetzt hoffe ich nur, dass ich den richtigen erwischt habe und ja, die Frau, die wird schon Bescheid wissen. Jetzt muss ich nur noch, wie gesagt, kurz in das Haus von den beiden reinfliegen. So. Perfekt, hätten wir alles geklärt. Stein! Moment, Stein, ich... Stein, hörst du mich? Komm mal bitte schnell zu mir. Komm mal bitte zu unser Hause, ja? Komm zu uns nach Hause bitte mit der Frau. Mit der Frau, so. Okay, okay, gut. Alles soweit geklärt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Junges Fräulein? Ja? Sie sind doch die Frau Agentin X, oder? Keine weiteren Fragen, bitte. Stein, ich glaube, wir haben die Falsche erwischt. Wo ist mein Mann? Also, sind Sie... Wie soll ich denn jetzt die ganzen Kinder hier durchkriegen, verdammt? Ja, sind Sie nicht zufällig Frau Smith-Lamas? Nein, ich bin Frau Schniedelwurz, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt. Oh. Stein, der Papa gibt mir jetzt... Meine Kinder. Können Sie sich mal auch an Sie vielleicht, wenn Sie sich vielleicht einmal kurz hier hinlegen würden? Sehen Sie das hier? Einfach nur... So, Stein, der Papa, guck mal hier, du weißt, was zu tun ist, ne, Stein? Oh, das ist aber schön gemacht. Ja, ja. Moment, Stein, komm mal her, Stein, komm mal her. Authentisch. Ja, ja, genau, genau. Wenn Sie einfach kurz da sitzen bleiben wollen würden, Stein, Sie ist abgelenkt, jetzt! Los, Stein! Hilfe! Tu es! Stein, also, das war jetzt nicht so Ja, jetzt hör auf zu heulen, also wirklich. Was? Oh Gott, Stein, ich glaube, das sind die Russen, die da gerade kommen. Stein, ja, Stein, komm, wir gehen ganz schnell nach Hause in den Luftschutzbunker und tun so, als wären wir es nicht gewesen. Komm, Stein! Stein! Ah! Da oben! Okay, Stein, egal, komm. Wenn wir, Sie wissen nicht, dass wir es gewesen sind. Okay, Stein, Sie sind weg. Stein? Ja? Papa muss dir jetzt was gestehen. Papa ist kein Anwalt, sondern Auftragsmörder. Und der Luke... Ja. Stein, ich bin stolz auf dich, du bist mein absoluter Lieblingssohn. Und du bist Lukas. Lukas? Der Lukas, der ist, dem geht's gut. Ja, gut, ich geh jetzt kacken. Tschüss! Yeah.